Servus, ja, was geht ab YouTube? Heute geht's weiter ein bisschen von NakiVaro2. Ja, heute gelb ich und ich join schon mal auf den Server, denn ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Boah, ja, jetzt join ich. Mal gucken, wie es so jetzt sein wird. Ja, der Border schrumpft jetzt jeden paar Tage und ja, ich wollte jetzt noch hier ein paar Sachen nachgucken, denn irgendwie habe ich erfahren, ich kann doch die Sachen mit mir hier rausnehmen. Also bis jetzt hat mir ja keiner was gesagt und ich wollte ja schnell was machen, bevor die anderen kommen, denn ich kämpfe jetzt, wie gesagt. Ich wollte mir schnell noch ein FP. Lucky Kali? What the fuck, Alter. GG, Alter. Er kommt erstmal hier auf den Server. Okay. Alter. Okay. Alles klar, Zombie. Alles klar. Alles klar. So, Alter. Yo, jetzt sind die Leute drauf, gegen die ich kämpfen muss. Oh mein Gott. Ich gehe erstmal ein bisschen weiter weg, Alter. Oh Gott. So, ey. Oh Gott, ey. Yo. Jo, alter Leute, ich bin aufgeregt. Okay. Mein Gott. Jo, Leute, ich gehe jetzt dahin. Naja, ich könnte mir jetzt Stärke 4 Bogen machen. Und ja, mal gucken, ich laufe jetzt zu denen. Ich hoffe, die locken mich nicht in irgendeine Falle oder so. Aber naja, scheiß drauf, ich muss jetzt kämpfen, weil entweder heute oder morgen, sonst würde ich halt einen Strike kassieren. Naja, scheiß drauf, ich kämpfe jetzt gegen die und mal gucken, wie es auskämpft. Schreibt mir mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare, würde mich mega interessieren, was ihr so denkt, wer jetzt gewinnt. Und ja, ich kann euch nur sagen, ich bin fucking aufgeregt, ich bin mega aufgeregt. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie ich jetzt kämpfen soll oder so. Marvin ist ja schon raus, deswegen ist schon meine Motivation ein bisschen weg. So, ich zittere fucking heftig. Vor allem als Kali direkt gejoint ist. Nach mir ist ja der Projektveranstalter. Für die Leute, die es... GG. Also. So, wenn ich sterbe, werde ich mich in Brand setzen, damit die nicht meine Items bekommen. Ich weiß, Hurensohn-Aktion. Aber naja, scheiß drauf. Ich habe keine Essen mehr. So. Ich bin gleich da. Gleich da, gleich da. Ich muss noch ein bisschen mehr da lang. Das ist eine Kuh. Nehme ich jetzt noch mit. So. Yo, und dann bin ich jetzt gleich da. Ich bin scheiße aufgeregt. Und ah, was will man machen? Naja, kann ich selber nicht ändern. Muss ich jetzt kämpfen. Wenn ich sterbe, ist es mir egal. Jo, wenn ich sterbe, ist es mir wie gesagt egal. Es war ein geiles Projekt bis dahin. Also weiß ich es selber nicht ganz genau. Ich bin aufgeregt. Ich bin da, Jungs. Da ist er. Jo, Jungs, Alter. Ich wünsche euch schon mal jetzt viel, viel Glück. Egal, YOLO. So.
Naja, egal, ich werde jetzt gegen einen von den beiden kämpfen. Mal gucken, wie es jetzt so aussieht. So, Alter. Jupp. Oh Gott. Jo, Alter. Ich bin aufgeregt. Okay, sein Bogen macht mir halt das Herz. So, ich darf nicht in den Schwertkampf kommen. So. Ich muss in den Bogen bleiben, weil ich den besseren Bogen habe. Ich hab den ersten. So, er geht ein bisschen weiter nach hinten. Ich habe keine Pfeile mehr. Nice. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Was für Schaden hat er mir gegeben? Egal, ich muss rauf, ich muss rauf. Ich muss rauf. Ja, ich bin tot. Ich bin raus! Nein! Oh, egal. GG. Fuck, Alter. Fuck. Fuck, ich bin raus. Egal. Yo. GG, Alter. Richtig nice. GG. Ich bin raus. Egal. Kann man nichts machen, ey. Fuck. Egal, Jungs. Die Tage wird ein Best-of kommen. Scheiße. Egal, Jungs. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit der Staffel Lucky Ivaro und 2 GTV. Und da oben, wenn es euch gefallen hat, Leute. Ah, oh, fuck, ich will mal wissen, auf wie viele Herzen er war. Aber naja, scheiß drauf, was soll ich machen? Ich hab 4 Stärke 3 Bogen, er hat auch Stärke 3 gehabt, mindestens. Also, so viel wie er mir abgezogen hat. Egal, war GG an die Jungs. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit der Staffel Lucky Ivaro 2. Also, Leute, ich bin raus und ciao.